Dragon Ball Legends. Nein, Moment. Chanobe, willkommen zu einem neuen Dragon Ball Video. Und zwar, heute geht es um die bald rauskommende, naja, bald mehr oder weniger Mobile App Dragon Ball Legends, über die in den letzten Tagen sehr viele Infos aufgetaucht sind. Und ihr habt mich gefragt, ob ich dazu mal was machen kann. Also habe ich allgemein überall gelesen und jeder hat was dazu gemacht, also möchte ich jetzt auch was dazu machen. Also habe ich beschlossen, ein Video dazu machen, aber ein bisschen anders als sonst, weil sonst erzähle ich einfach nur ein paar Minuten lang meine Meinung über ein Thema und blabber so vor mich hin. Ich weiß, im Endeffekt würde das genauso gut ankommen wie wahrscheinlich dieses Video hier, weil der Qualitätsunterschied ist meistens nicht mal groß bemerkt und es juckt im Endeffekt auch keinen. Die Aufrufe bleiben dieselben, die Kommentare unterscheiden sich meist keines bisschen, aber ich wollte das anders aufziehen. Und zwar habe ich mir diesmal ein bisschen was zurechtgelegt, wie ich dieses Thema ansprechen wollte. Und zwar erstmal eine generelle kleine Zusammenfassung und dann meine persönliche Meinung darüber. Sprich, auch dieses Video wird nicht allzu lange gehen, weil so viel gibt es über Dragon Ball Legends noch nicht, außer halt das Footage und die Informationen, die wir generell haben. Und meine Meinung wird auch nicht so viel beinhalten, glaube ich, dass wir da groß drumherum labern können. Aber mit dieser Einleitung haben wir schon sehr viel Zeit gewonnen, also sollten wir endlich einfach mal anfangen. Und zwar, Dragon Ball Legends. Was ist Dragon Ball Legends? Dragon Ball Legends ist ein neues Smartphone-Game, was sowohl auf iOS als auch auf Android rauskommen soll, und zwar innerhalb dieses Jahres noch. Bandai Namco hat nämlich vor einigen Tagen auf einer, sagen wir mal, Konferenz, ich weiß nämlich tatsächlich nicht genau, wie ich es sonst nennen soll, ich würde es mit, kann man das mit einer Nintendo E3 vergleichen? Nein, aber mit einer allgemeinen, sagen wir mal, Konferenz, nähere Infos zu dem bald kommenden Dragon Ball Legends Mobile Game halt bekannt gegeben, worunter inzwischen nun auch ein Trailer ist, mehrere Screenshots vom Spiel und auch schon Gameplay-Aufzeichnungen, die unter anderem den neuen Online-Modus zeigen. Wie gesagt, soll das Ganze noch dieses Jahr erscheinen und die Beta soll eigentlich auch noch kommen demnächst, lasst mich kurz nachschauen. Okay, was ich zum Thema Beta jetzt gefunden habe, ist ein bisschen verwirrend. Was das genau aussagen soll, weiß ich nicht, weil es gibt wohl zwei Phasen. Die erste geht vom 6.4. bis zum 9. und die zweite vom 13. bis zum 16. Das verwirrt ein bisschen, weil sie so nah aneinander liegen. Die erste Theorie war in dem Fall, dass es eine japanische Beta gibt und eine eher globale Beta, aber wenn ich mich nicht irre, sollte dieses Spiel keinen Cut ziehen zwischen JP und Global, worauf wir auch noch später zu sprechen kommen, also ist es das wohl eher nicht. Was das alles zu bedeuten hat, kann ich euch nicht genau sagen. Nur der Bewerbungszeitraum soll bei der ersten Beta von jetzt bis zum 27. gehen und bei der zweiten vom 2.4. bis zum 9. Ob das alles so stimmt, werden wir sehen. Keine Ahnung, wo ich das Bild her habe. Es ist hier. Ja. Aber gut, genug rumgesucht. Ich habe gerade wirklich 10 Minuten nach so einem scheiß Beta-Bild gesucht und im Endeffekt haben wir keine klare Antwort darauf. Worauf ich eher eingehen wollte ist Dragon Ball Legends. Ein Spiel, das eher zum PvP ausgelegt ist. Dementsprechend kommt das ganz gut zusammen mit dem noch bestehenden, auch wenn geringen, Fighter-Z-Hype. Der Fokus in diesem Spiel liegt, anders als bei Dokkan Battle zum Beispiel, eher auf eine konzentrierte Spielweise, auf eine stabile Verbindung auch zwischendurch, muss man echt sagen, und einen, naja, recht schönen Grafikstil. Also auf jeden Fall ist die Messlatte ein Stück höher gelegt. Und es wird viel auf PvP-Kämpfe Wert gelegt. Und die sollen ohne Lags vonstatten gehen. Aber wie funktioniert Dragon Ball Legends denn überhaupt? Also durch das, was ich bis jetzt so gesehen und auch gelesen habe, kann man soweit sagen, dass wir uns ein Team zusammenstellen werden, von bis zu drei Charakteren, drei Kämpfern in dem Fall. Und damit treten wir dann halt mit diesem Team gegen Gegner aus aller Welt an und wahrscheinlich auch gegen Computergegner, weil ich nehme an, es wird doch einen Offline-Modus geben, hoffe ich. Wenn wir dann aber richtig kämpfen, ist es nicht so, dass wir nur die Charaktere halt auf dem Feld haben. Nein, es ist halt immer noch ein bisschen mehr in diese Kartenspielrichtung, heißt jetzt in diesen Dokkan-Battle-Bereich wieder abgedriftet, obwohl wir da eigentlich einen klaren Strich ziehen müssen. Weil die Karten erscheinen nur an dem unteren Bildschirmrand und lösen je nach Reihenfolge und Geschwindigkeit, in der wir sie einsetzen, unterschiedliche Kombos aus. So kann man zum Beispiel sehr nice Attacken ausführen, die dann auch zu sehr nicen Cutscenes führen. Wenn ich dann denke, blende ich hier gerade mal eine ein. Wie bereits gesagt, das Spiel ist optisch wirklich sehr ansprechend. Charaktere, die bis jetzt schon bekannt sind, die am Anfang in diesem Spiel drin sein werden, sind unter anderem Piccolo, Freezer, Son Goku, Vegeta, Pan sogar, wenn ich mich nicht irre, und ein komplett neuer Charakter, der für dieses Spiel erstellt wurde und wahrscheinlich auch, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, naja, eher spekuliert wird in diesem Fall. Ein Custom Character heißt ein Charakter, den wir selbst bestimmen dürfen, mehr oder weniger. Aber das ist, glaube ich, eher mehr Theorie, als es wirklich Fakt ist momentan. Das ist eher so wieder dieses Fan-Rum-Gewünsche, was aber auch sehr gut möglich werden kann. Da in diesem Spiel tatsächlich wohl sehr viel auf den Online-Modus Wert gelegt wird und sehr viel darauf aufgebaut werden soll, werden die Kämpfe selbstverständlich in Echtzeit stattfinden, sprich, ihr spielt gegen einen Spieler live ohne Verzögerung und dafür muss natürlich eine mega starke Verbindung her und in dem Bereich kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber damit die das wohl so gut hinbekommen haben, haben die sich zusammengeschlossen mit Googles Cloud-Plattform-Technologie.
Das ist auch ein Wort, was ich gerade abgelesen habe. Was genau das ist, habe ich jetzt nicht wirklich Lust gehabt nachzusehen, aber sie setzen wohl auf jeden Fall eher auf Cloud-Server statt lokale Server. Was wohl die Lags dieses Spiels auf das Minimale reduzieren soll. Also ich weiß nicht genau, was das heißt, aber es klingt in meinen Ohren sehr, sehr gut. Ich blende euch ganze Zeit im Hintergrund wahrscheinlich schon erste Screenshots und Gameplays ein. Und da wir jetzt nun diese Standardinformation, diese grobe Zusammenfassung hinter uns haben, können wir mal darauf eingehen, was ich denn über dieses Spiel so denke. Und zwar Dragon Ball Legends. Das erste, was ich mir nicht verkneifen konnte, war natürlich den Vergleich zu ziehen zu Dokkan Battle, weil ein neues Dragon Ball Spiel, was für ein Handy released wird, also ein neues Mobile Gaming Spiel zum Thema Dragon Ball, da muss ich natürlich direkt diese Verbindung suchen, weil wir haben noch dieses alte Dragon Ball Spiel. Was ich aber jetzt schon mal sagen muss, jedenfalls meiner Meinung nach, ist, dass ich so gut wie keine Parallelen zu Dokkan feststellen kann, außer halt dieses Kartenprinzip, was aber fairerweise gesagt jedes Bandai Handy Spiel hat. One Piece Treasure Cruise, Naruto Blazing, Dokkan Battle. Das ist also nicht wirklich ein Punkt, wo wir sagen können, ja, da schneiden sie sich. Sprich also, für mich ist auf den ersten Blick Dragon Ball Legends ein komplett neuer Weg, was Mobile Games angeht. Naja, ein komplett neuer Weg, was Dragon Ball Mobile Games angeht, was ich eigentlich gut finde. Mit einem Fragezeichen. Ich habe bis jetzt ein bis zwei Spiele, glaube ich, von dieser Art gespielt. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob man die vergleichen kann. Und sie haben nicht besonders zugesagt. Jedoch ist das wahrscheinlich ja außen vor zu lassen, da dieses Spiel auch hauptsächlich durch seine Dragon Ball Inhalt punkten wird und nicht durch das Gameplay anfangs. Jedoch bleibt natürlich trotzdem zu hoffen, dass das 1A ist. Von dem, was ich jetzt so gesehen habe, kann ich sagen, mir gefällt die Grafik sehr gut, auch wenn sie stark an den Xenoverse-Style erinnert, was aber damit zu tun hat, dass da wohl auch mit dieselben Leute dran arbeiten. Wie gesagt, ich kenne mich jetzt nicht so wirklich mit Leuten aus, die da arbeiten und Dinge, die man da benutzt, Cloud-Server, verschiedene Designer oder verschiedene Abteilungen, die das schon mal programmiert haben. Ich habe davon keine Ahnung. Was ich weiß, ist, dass dieser Stil wirklich sehr an Xenoverse erinnert, was nichts Schlechtes sein muss, aber wenn man auch mal so drüber nachdenkt, jetzt auch dafür sorgt, dass es nicht unbedingt den Anime nahe kommt, was aber auch nichts Schlechtes sein muss. Mir persönlich gefällt der Stil recht gut. Ich hätte aber auch mehr mit dem normalen Dragon Ball Stil leben können, beziehungsweise einem mehr cartoonisierten Stil. Somit wird aber eher mehr Epic rübergebracht und ich glaube, genau das ist es, worauf dieses Spiel anfangs aufbauen möchte. Weil so wie ich das in den Trailern jetzt gesehen habe und verstanden habe, wird hier sehr viel Wert darauf gelegt, dass es wirklich gut aussieht. Nicht nur die Grafik und alles mögliche, sondern auch dieses Drumherum, was da gebildet wird. Sprich, die Cutscenes bei den Ultis, die man recht einfach wohl erreichen kann. Die Kampfsysteme sind so simpel gemacht, dass man an sich halt diese vorgegebenen Bilder hat, die auch immer gut aussehen. Es wird damit gearbeitet, dass es top aussieht. Vor allem, da es auch ein 3D-Mobile-Game ist. Und das ist auch nichts Schlechtes. Das gefällt mir auch ziemlich gut. Warum nicht mal ein paar andere Aspekte zurückfahren, dafür, dass das Gameplay dann auch ziemlich gut aussieht? Wobei, was heißt denn Aspekte zurückfahren? Weil an sich wirkt für mich jetzt auch die Art, wie man spielt, nicht wirklich kompliziert, aber auch nicht zu sehr vereinfacht. Es wird ja damit geworben, wenn ich mich nicht irre, in dem Trailer damit, dass man jetzt halt clashen kann und dazu nur einen Finger braucht, eine Hand quasi. Und ein sehr simples Prinzip, hört sich so an, sieht doch so aus, aber ich glaube, da könnte ein bisschen mehr hinterstecken. Könnte also ziemlich spannend und auch spaßig werden. Im Endeffekt habe ich so viel zu Dragon Ball Legends zu sagen, fällt mir gerade auf, aber auch gleichzeitig zu wenig, weil ja, es ist ein neues Mobile-Game. Ja, es bringt neue Elemente, aber ja, wir haben auch so gut wie keine Infos dazu. Das macht es schwer. Und ich versuche gerade das Beste daraus zu machen. Ich kann also nur sagen, mir gefällt der Grafikstil ziemlich gut. Mir gefällt es, dass das Kampfsystem sowohl simpel wohl gehalten ist, aber auch eine Menge rausholen könnte. Mir gefallen die kleinen Cutscenes-Animationen viel besser als in Dokkan Battle auch, muss ich sagen. Was aber auch daran liegt, dass sie sehr flüssig laufen und dreidimensional sind. Und mir gefällt der Aufbau sehr. Wovor ich jedoch Angst habe noch, was auf uns alles zukommen könnte, ist wieder der Pay-to-Win-Aspekt in diesem Spiel, weil es ist ein Bandai Namco Handyspiel. Und wenn wir jetzt mal einfach daran zurückdenken, was bis jetzt da so in diesem Bereich schon draußen ist, ist diese Angst, glaube ich, mehr als berechtigt. Ich nehme stark an, dass es wieder ein Summon-System gibt, was es nämlich immer gibt in solchen Spielen. Und auch dort werden sie jede Menge Karten jetzt rausbringen können, da es ein komplett neues Spiel ist. Und alleine Karten wie Ultra Instinct werden wahrscheinlich 2 bis 3 Mal released, kann ich mir vorstellen, wenn es jetzt die simple Form oder der Mastered ist. Und allein sowas kann schon ein verdammt großes Loch in den Geldbeutel reißen, wenn es nicht zu diesem Zeitpunkt schon Seller gibt für dieses Spiel. Wie in meinem Fall den guten Yonko. Heißt also, ich habe Angst, dass wir hier ein Mobile-Game haben, was mich wirklich wieder abhängig machen könnte, ähnlich wie Dokkan Battle, weil wenn es zu gut ist, werde ich da eine Menge Zeit reinstecken und wenn ich eine Menge Zeit da reinstecke, werde ich eine Menge Videos dazu machen und eine Menge Videos erfordert eine Menge guter Charaktere und die erfordern halt eine Menge Steine, sage ich jetzt mal, weil ich nicht weiß, wie man sich die Charaktere da holen wird, mit welcher Einheit, mit welcher Währung. Die positiven Aspekte sind also, dass es sehr viel Neues Schönes macht und das Negative, was mir einfällt, ist, naja, die Angst davor, dass es in diese Schiene abdriftet, die komplett nur auf Geld aus ist. Bevor ich mich aber jetzt ewig dreimal noch weiter wiederhole, würde ich sagen, wir beenden das Video langsam. Und ich weiß nicht, wie lange das jetzt insgesamt geworden ist, der Schnitt wird das ja nochmal komplett verkürzen, ich habe mich natürlich öfter versprochen, als ihr gehört habt. Aber mich würde mal interessieren, wie ihr denn zu Dragon Ball Legends steht,
Ihr habt euch wahrscheinlich auch schon schlau gemacht darüber und falls nicht, seid ihr es jetzt hoffentlich ein Stück, also ein Stück schlauer. Und könnt dementsprechend selbst ein bisschen urteilen. Seid ihr hyped auf dieses Spiel? Glaubt ihr, es wird ein Erfolg? Es ist ein Dragon Ball Spiel, es wird ein Erfolg, anders gefragt. Glaubt ihr, es wird gut? Werdet ihr es spielen? Werdet ihr darin so viel Zeit in Dokkan investieren, meint ihr? Oder findet ihr, es wird ein eher trashiges Spiel, was nur auch komplett auf Geld aufgebaut ist? Natürlich bitte auch mit Begründung in die Kommentare ballern, wenn ihr schon eure Meinung da lasst, damit man auch fleißig mitdiskutieren kann. Und wir sehen uns dann in den Kommentaren wieder, weil das war's mit dem heutigen Dragon Ball Z Video. Wir sehen uns morgen bei einem neuen Dokkan Battle Video wieder. Bis dahin, haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschernobyl und ciao.